Hi, hallo und herzlich willkommen heute am 25.06.2013 zu unserer dritten Episode von DE Talk. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen. Und bevor wir sagen, was heute Thema ist, möchte ich natürlich auch, dass meine beiden Kollegen sich erstmal hier kurz vorstellen bzw. euch alle begrüßen. Ja, da ist einmal hier der Norbert, alias Zilatron. Und ich kümmere mich ein bisschen um das, was in der EU so abgeht. Genau, du bist unser interner EU-Berichterstatter oder soll ich jetzt sagen Schattenberichterstatter? Nein, du bist unser EU-Hauptberichterstatter und wir sind froh, dass du da bist. Genau. Jo. Ja. Ja, und dann bin ich noch da, Thomas. Ich kümmere mich um den Chat und um den Rest. Genau, Um also. Hintergrundrecherche und ja, was alles anfällt. Genau. Ja, kurze Übersicht, was heute dran ist. Wir möchten einmal, weil es heute der letzte Tag ist, auf eine groß angelegte Umfrage von Dr. Fasalinos aufmerksam machen. Heute letzter Tag. Wer noch nicht daran teilgenommen hat an der Umfrage, der möge das dann tun, aber mehr im Detail gleich. Wir haben heute wieder ein Dampferlexikon mit dabei. Und ein Punkt, den wir uns heute auf die Fahne geschrieben haben, ist der, dass wir auch mal zeigen wollen, dass das, was wir machen, nämlich das Anschreiben der EU-Parlamentarier, dass das auch was bringt. Wir möchten einfach mal ein Beispiel zeigen, wo das was gebracht hat. Wir verfolgen mal ein Beispiel, das wird Norbert gleich kommentieren, wo man sieht, dass es wirklich was bringt. Ja. Gut, und danach, nach der Pause, wollen wir noch ein bisschen was kurz zu diesen komischen EU-Ausschüssen zeigen, wer das noch nicht kennt, das wollen wir kurz ein bisschen nahebringen. Und heute haben wir, wer es vielleicht schon gelesen hat, auch erstmalig eine Verlosung anzubieten. Und zwar, wir können heute original zwei Karten verlosen für das Dampfergrillen, was an diesem Wochenende am 29.06. in Gelsenkirchen stattfindet. Ja, also heute gibt es auch eine kleine Verlosung oder eine große Verlosung, je nachdem, wie man das will. Gut, das zu Übersicht. Starten wir mal bitte einfach mit dem ersten Teil. Ich versuche mal schnell hier den Bildschirm zu teilen und Thomas, könntest du vielleicht bitte was kurz zu der Umfrage von Fasalinos sagen? Ich hoffe, man sieht das jetzt. Das ist die Seite einmal. Die Seite ist auch im Forum zu finden, im DE Talk Forum. Ja, bei der Umfrage geht es rein prinzipiell darum, dass wir immer vorgeworfen kriegen, es gibt keine Langzeitstudien, es gibt keine Daten, es gibt keine Informationen und ja, Dr. Fasalinos hat einfach gesagt, dann muss man halt dafür sorgen, dass wir mal Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen, damit das nicht immer uns vorgeworfen wird, es gäbe keine Hintergrundinformationen und hat das wegen zu diesem Zweck halt eine Umfrage gestartet. Das Genau. ist eine kurze Sache, das sind ein paar Punkte über das allgemeine Dampfverhalten, wie viel man dampft, seit wann man dampft. Nichts Kompliziertes, das dauert 5 Minuten und es geht einfach darum, möglichst viele, also eine möglichst breite Datenbasis zu bekommen. Das Ganze wird dann in der Studie verarbeitet und scheint auch in dementsprechenden Fachmagazinen, wenn es ausgewertet ist. Heute ist allerdings der letzte Tag der Umfrage, von daher, wer noch nicht teilgenommen hat, bitte einfach mitmachen. Es dauert 5 Minuten. Gibt es auch in Deutsch, also keine Panik. Und Genau. Das reicht, denke ich mir, oder? ja. Jo. Gut, wichtig ist nur, weil es heute der letzte Tag ist, also wer da noch nicht dran teilgenommen hat, der möge das bitte heute tun. So, ich denke mal, genau.
Jetzt ist die Freigabe wieder weg. Ja, gibt es irgendwas im Chat, bevor wir weitermachen? Kommen irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche? Momentan noch nicht. Der Link zur Umfrage ist auch im Chat jetzt drin, damit, damit die Leute noch schnell finden können. Wie gesagt, die geht nicht mehr lange, ist ein paar Stunden abgeschlossen und dementsprechend, ja, ist es dringend. Mhm. Falls jemand teilnehmen möchte noch, dann bitte gleich nach der Sendung. Genau. Also, guck mal, jetzt haben wir es kurz vor 11. Wir wissen nicht ganz genau, wann die Seite offline genommen wird. Da stand nur das heutige Datum drin als Enddatum. Also am besten nach der Show gleich einmal reinklicken und schnell die Umfrage machen, wer das noch nicht getan hat. Ja, gut. Dankeschön dafür. Und bevor wir jetzt zu den positiven Beispielen kommen, wollen wir erstmal kurz ein kleines Dampfer-Lexikon-Video zeigen vom Velvet. Da geht es diesmal um das Thema selber mischen. Ja. Und ja, ich würde sagen, Keyword für die Regie, bitte Video 1 einmal abspielen. Video 1. Herzlich willkommen zum Dampflexikon. Heute geht es um den Begriff Selbstmischen. Selbstmischen beschreibt den Vorgang eines Dampfers, der sich sein Liquid selbst mischt. Das Liquid besteht ja aus Propylenglykol, PG, Vegetable Glycerin, VG, ein Anteil Wasser, Aroma und Nikotin. Und der Selbstmischer hat den Vorteil gegenüber, wenn er Liquid fertig kauft, dass man nochmal eine ganze Menge Geld sparen kann. Dieses ist allerdings auch ein recht hoher Aufwand und es verlangt ein wenig Übung und den Umgang mit einigen Vorsichtsmaßnahmen, wie ich schon im Baseneintrag erklärt habe. Man kann da nicht einfach mal so eben rangehen. Zusätzlich hat man oft, dass man am Anfang Liquid mischt, was vielleicht nicht schmeckt, denn man muss sich mit den Aromen des Herstellers auseinandersetzen, man muss die Prozentangaben wissen, die man von dem Aroma jetzt verwenden muss. Es gibt Reifezeiten, man muss das Propylenglykol kaufen, das Vegetable Glycerin, eventuell nur die Basis, so wie im Baseneintrag erklärt. Aber man muss das Ganze auch mischen, man muss es reifen lassen und es verlangt einige Übung. Es gibt auch einige Hersteller, die mittlerweile wie Parfümeure wirklich sehr gute Liquids kreieren aus vielen verschiedenen Aromastoffen und es gibt immer wieder Selbstmischer, die versuchen, gewisse teure Liquids für sich selbst nachzumischen, nachzubauen. Dieses gelingt leider nicht oft, denn ich habe schon Leuten hören, dass es ohne weiteres Firmen gibt, die Gaschromatographen verwenden und andere Geräte, um wirklich auch die letzten Spitzen wie ein Parfümeur halt rauszufinden, was am besten miteinander harmoniert. Es gibt zum Beispiel den Hersteller Pink Spot und auch noch zwei weitere amerikanische Hersteller, die setzen sich aus einer Gruppe von mehreren Menschen zusammen, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Da sind Chemiker bei, da sind Barmixer bei, das sind Menschen, die schon sehr, sehr lange Erfahrung mit Geschmacksstoffen haben. Und dieses jetzt mal eben schnell nachzumischen, das gelingt nicht immer. Solltet ihr selbst mischen wollen, könnt ihr euch vorsichtig ranwagen. Ihr könnt euch Tipps aus Foren holen oder von YouTube-Dampfkanälen, wo der eine oder andere schon mal sagt, so und so viel Prozent in diesem Liquid und das schmeckt super, Reifezeit.
Zeit so und so lange. Nun, bei Geschmäckern kann man sich eigentlich immer nicht streiten. Was dem einen schmeckt, schmeckt dem anderen nicht. Wenn aber von einem fertigen Liquid, von einem Hersteller, der das eventuell mehrere Personen hat testen lassen, der hat eventuell schon ein wesentlich besseres Händchen, wollt ihr aber auf jeden Fall mischen und die ersten Mischungsversuche schlagen völlig fehl, lasst euch eventuell nicht entmutigen, probiert und testet weiter, versucht Rezepte aufzutreiben, die in der Szene unterwegs sind, wo viele Leute sagen, oh Mann, das schmeckt mir sehr gut. Es gibt auch bereits einige Dampfkanäle, die eigene Liquids kreiert haben, aus ihren eigenen Versuchen heraus, die man auch fertig kaufen kann. Geld ist nicht immer alles beim Dampfen, aber es besteht wirklich die Möglichkeit, die Kosten des Dampfens in der Software, also im Liquid, nochmal mehr als 50% zu senken. Jo, und da sind wir wieder. Schönen Dank nochmal an der Stelle an Dirk alias Velvet Cloudcom, dass wir hier deine Videos zeigen dürfen. Wollte gerade jetzt noch einer was aus dem Chat oder gar von uns was zum Thema Mischen sagen? Thomas, sind da irgendwelche Anmerkungen noch? Ja, da kam der Hinweis auf die Facebook-Gruppe DIY, also DIY Recipes. Das ist eine Facebook-Gruppe, die sich mit Selbermischen und vor allem mit Rezepten für selbstgemischte Liquids beschäftigt. Mhm. Okay. Den Link zur Gruppe tue ich nachher auch ins Forum, also in beide Foren, sprich ERF und hier ins Vapertrails TV Forum. Bin da auch selber Mitglied und ja, ist wirklich sehr hilfreich. Okay, das ist und, ein guter ja, und weitere Adressen mit Tipps zum Silbermischen sind selbstverständlich dann auch nach der Sendung spätestens morgen im Forum, in den Foren, wie gesagt. Hab da auch noch einiges an interessantem Material. Okay, gut. Dann erstmal danke bis hierhin. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, der zumindest uns wichtig ist. Wir haben in den ersten beiden Episoden immer, ich hoffe nicht zu hart, versucht aufzurufen, die EU-Abgeordneten anzuschreiben, weil das der beste Weg ist, wie wir jetzt noch Einfluss nehmen können auf die Tabakproduktrichtlinie und auf die Regulierung. Dabei bleibt es auch, aber wir wollen auch zeigen, bitteschön, dass das was bringt. Ja? Und zwar, wer im ERF unterwegs ist, wird gesehen haben, dass Norbert alias Zillatron da eine Menge Aktivitäten reingesteckt hat. Und wir haben einfach mal ein Beispiel genommen, was wir hier zeigen wollen, oder vielmehr, was Norbert auf der Tonspur wiedergeben will, um die Entwicklung einfach mal zu zeigen, dass man sieht, dass das echt was bringt. Und zwar wollen wir das wie folgt machen. Wir haben einfach mal versucht, ein paar Screenshots zu schießen, die zeige ich gleich, da kann man nicht alles lesen, das ist auch nicht Sinn der Sache. Das Wichtigste ist das, was Norbert gleich erzählt dazu. Ja? Ich versuche nochmal hier meinen Bildschirm zu teilen und zeige dann einfach mal die Screenshots, die wir haben, und Norbert moderiert das Ganze. So, ich hoffe, dass man das sehen kann. Kurze Frage, ist das so sichtbar? Ja. Gut, Norbert, dann leite mal bitte kurz ein, um was es da geht. Gut, also hier geht es darum, dass die Stellungnahme des ITRE, das ist einer der Ausschüsse, von Robert Goebbels gemacht wurde. Diese Stellungnahme, die war schon ganz interessant, ganz gut, weil er hat da doch bei etlichen Punkten sein Veto eingelegt, wenn es um übermäßige Regulierung ging, die nicht sehr sinnvoll ist. Aber
einen wichtigen Punkt hat er komplett ausgelassen, nämlich Artikel 18, und da geht es um nikotinhaltige Produkte, also um die E-Zigarette. Da war überhaupt nichts dazu. Weiter. Mhm. So, dann gab es da einen Brief von einem auf Abgeordnetenwatch, eine Mail von jemand anders. Und die hat Bernd Lange beantwortet, recht knapp, weil er im Endeffekt auch nicht Ahnung hatte, worum es da geht mit der E-Zigarette. Und er hat dann an den Berichterstatter Robert Goebbels verwiesen, was ja durchaus vernünftig ist, wenn er keine Ahnung hat. Weiter. So, dann habe ich mir gedacht, wenn schon jemand an Herrn Goebbels verweist und wenn er die Produktrichtlinie, also seine Stellung, die Stellungnahme erstmal entworfen hat, dann schreibe ich ihn doch am besten gleich mal an. Auf Französisch wäre natürlich das Beste gewesen, als er ist Luxemburger, aber da mein Französisch unter aller Sau ist, habe ich es dann eben auf Englisch geschrieben. Und da habe ich ihm dann geschildert, worum es geht. Also mit der E-Zigarette und warum genau dieser Artikel 18 so schädlich für uns wäre. Und auch, dass der Juryausschuss in seiner Stellungnahme bereits den komplett gestrichen hat. Also in dem Entwurf. Mhm. Gut. Weiter ging es dann damit, dass nochmal jemand anders den Herrn Norbert Lanter angeschrieben hat, auch im ITRA-Ausschuss. Und ja, die Antwort von dem Herrn war eigentlich schon ganz gut, nur also er schien recht aufgeschlossen, nur eben die Informationen, die er hatte. Also er ging eindeutig davon aus, was so die Kommission und das DKFZ und so weiter erzählt haben. Sprich, seine Informationen waren reine Desinformationen. Ja. Und deswegen, weiter. Deswegen habe ich ihm auch noch eine Mail geschrieben. Und diese Mail, in der Mail habe ich mich auf seine Antwort bezogen, auf Abgeordnetenwatch, und habe dann eben seine Antworten dann mal ein bisschen ausführlicher kommentiert und die einzelnen Punkte, die er da erwähnt hat, richtig gestellt und ihn mit vernünftigen Informationen versorgt. Im Endeffekt habe ich ihm größtenteils das gleiche geschrieben wie dem Herrn Goebbels auf Englisch, nur eben ja auch halt auf Deutsch. Und an ein paar Punkten habe ich es ein bisschen detaillierter gemacht, weil er ja Ingenieur ist, schien es mir sinnvoll, ein bisschen mehr in die technischen Details zu gehen. Und ja, das war's dann. Und dann ging's weiter. Denn gleich am nächsten Tag habe ich von ihm eine Antwort bekommen, was also wirklich eine sehr schnelle Antwort ist. Die war zwar nur kurz, aber der Inhalt dafür umso besser, denn da hat er mir geschrieben, dass er, also hat sich für die Information bedankt und hat mir geschrieben, dass der Herr Goebbels meine Anmerkungen ebenfalls zur Kenntnis genommen hat. Und dass aus dem Büro die Antwort kam, dass eine Streichung von Artikel 18 nun im Gespräch ist. Und das ist doch schon mal sehr interessant, denn einerseits haben wir hier die Bestätigung, ja, die Mail an den Herrn Goebbels kam auch an und sie wurde auch beachtet. Jemand hat sie gelesen. Gut, und weiter. Denn schon 3 Tage später
kam eine Mail aus dem Büro von Herrn Goebbels und da stand drin, dass er sich für die nützlichen Informationen bedankt und im Anhang die wunderbaren Änderungsvorschläge, okay, auf Französisch war nicht ganz so einfach zu entziffern für mich, aber Artikel 18 gestrichen. Genau, das war das Wichtigste, ne? Genau. Mhm. Und dann weiter? Da sind wir am Ende, ne? Ach nee, so. Ja, der letzte Screen. Denn kurz drauf war dann der Änderungsantrag selber, also die Liste der Änderungsanträge wurden dann veröffentlicht und da konnte man dann nochmal schön nachlesen. Streichung des Artikel 18 und die Begründung: nikotinhaltige Erzeugnisse, insbesondere elektrische Zigaretten, unterliegen nicht der THL. Sie verbrennen kein Tabak und damit keine der 60 mutmaßlich krebserregenden Stoffe in Tabak und setzen auch kein Teer und kein Kohlenmonoxid frei, sodass sie weniger giftig sind als Zigaretten. Zwar enthalten sie Nikotin, sind aber offenbar ein Mittel zur Raucherentwöhnung. Da viele Studien zu den möglichen Langzeitwirkungen noch laufen, ist es zu früh, um Gesetze zu erlassen. Okay, das mit dem Mittel zur Raucherentwöhnung ist vielleicht jetzt nicht ganz so geschickt oder glücklich, aber insgesamt einfach nur toll. So, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Mails, die ich geschrieben habe, alleine sicher nicht den Ausschlag gebracht haben. Denn wenn nur ein Einzelner erschienen schreibt, könnte das ja auch ein Spinner sein. Das heißt also, es haben mit Sicherheit noch viele andere Leute die Abgeordneten angeschrieben. Mhm. Aber ist das da richtig schön auf uns, auf meine Mails eingegangen wurde und auch die Abgeordneten bei Abgeordnetenwatch haben ja auch wirklich gut auf die Anfragen von den Leuten reagiert. Mhm. Machen nicht viele, klar, aber die wenigen, die es tun, die sind dafür ein umso besserer Lichtblick. Und jetzt können wir quasi nur noch hoffen, die Abstimmung ist schon gelaufen. Ich bin recht zuversichtlich, was das Ergebnis von ITRE angeht, was ich so an sonstigen Änderungsvorschlägen gesehen habe. Sieht es mir danach aus, dass in der endgültigen Stellungnahme dann die Streichung vom Artikel 18 drin ist. Mhm. Ja, das würde ich sagen, war es dann erstmal für diesen Punkt. Ja, fand ich sehr gut. Ich muss mal eben wieder umschalten, einen Moment mal eben. So, ich glaube, jetzt müsste ich wieder live sein. Ist das so, ja, ne? Ich brauche mal ein kurzes Feedback. Ja, bist wieder live. Ich kann mich immer so schlecht selber sehen, danke. Fand ich ein gutes Beispiel. Also das ist nur eins von vielen. Aber wir haben versucht, das da so ein bisschen nachvollziehbar werden zu lassen, dass man durchaus sieht, dass das was bringt, ja. Fand ich also ganz gut irgendwo einigermaßen nachvollziehbar. Das ist natürlich leider nicht immer so, klar, aber das ist hier ein gutes Beispiel, dass man einfach sieht, deren Änderungsvorschlag läuft darauf hinaus, dass sie den kompletten Artikel 18 gänzlich gestrichen haben. Fand ich also auch sehr erstaunlich und sehr angenehm. Gut, ich sehe, Snooki ist da im Chat. Das ist schön zu wissen. Ich kann das ein bisschen mit auf dem Chat gucken und vermute mal, Thomas unterstützt mich da. Sind da Fragen zu gewesen zu dem Teil? Nein. Nee. Nein. Gut. Erstmal schönen Dank, Norbert, für die Recherche hier zum einen und auch für die kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, das kam einigermaßen verständlich rüber, wie das hier abgelaufen ist. Wir haben es jetzt schon 10 nach. Und wenn ihr beiden jetzt keine anderen Vorschläge habt, würde ich erstmal auf eine kurze Pause hindeuten. Norbert? Okay. Also, ja. Genau. So, dann machen wir jetzt ein kurzes Break und sehen uns nach dem Break gleich wieder. Bis gleich. Musik.
Jo, und hier sind wir wieder zurück. Ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit. Gleich haben wir auch noch die Verlosung, die soll auch nicht zu knapp über die Bühne gehen. Ich versuche mal schnell weiterzumachen mit dem, was wir vorbereitet haben. Und da soll es einfach mal ganz kurz darum gehen, diese Ausschüsse, von denen Norbert vorhin sprach, die einmal ganz kurz vorzustellen. Also hier sprechen wir hauptsächlich von diesem Envy-Ausschuss. Das ist eine englische Abkürzung. Dieser Envy-Ausschuss ist der wichtigste Ausschuss für uns. Der befasst sich mit den Umweltfragen, öffentlicher Gesundheit und mit der Lebensmittelsicherheit. So, und man muss sich das so vorstellen, neben diesem Envy-Ausschuss gibt es noch diesen ITER-Ausschuss, internationaler Handel, diesen ITRE-Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, einen Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, der sich mit IMCO abkürzt, einen für Landwirtschaft und ländliche Ernährung, Agri, und der juristische Bereich, der sich mit dem Recht auseinandersetzt. Wichtig für uns, aus unserer Sicht, ist der Envy-Ausschuss. Der ist am meisten mit dem Thema E-Zigarette bzw. Tabakproduktrichtlinie befasst. Die anderen fünf Ausschüsse wirken da beratend. Ja, die haben also da nur eine beratende Funktion, nicht so sehr eine entscheidende Funktion. Deswegen, da der Envy-Ausschuss, der macht letztendlich einen Vorschlag für das Parlament, und das sind die wichtigsten Leute. Die teilen sich, wenn man sich das anguckt, teilt sich der Envy-Ausschuss wie folgt auf von der Anzahl der Leute. Die Engländer, die Deutschen, die Italiener und die Franzosen stellen so ungefähr den meisten Teil als die Top 5 oder Top 4 dar. Ja, also die sind einfach da am meisten besetzt. Und daher auch wichtig, ne, wenn man die Deutschen anschreibt, da schreibt man einen großen Teil des Envy-Ausschusses schon mal mit an. Und wir haben mal versucht, den aktuellen Stand einigermaßen wiederzugeben, sofern das möglich ist. Es ist ein bisschen subjektiv von den Daten, die wir gesammelt haben, so, aber da sieht es eben so aus, dass gerade der ITRE-Ausschuss relativ gut für uns oder zu unserer Sache gestellt ist. Der Inter-Ausschuss auch so ein bisschen. IMCO und Agri eher weniger. Der Juri-Ausschuss hat sich auch für unsere Seite eigentlich relativ gut stark gemacht. Aber es liegen noch nicht bei, also das sind einfach so Abschätzungen, so wie man es im Moment zwischen den Zeilen lesen kann, was bis jetzt so rauskam. Nur von den beiden, von Inter und von IMCO, liegen bis jetzt Stellungnahmen in schriftlicher Form vor. Von den anderen noch nicht. Gut, ich mache ein bisschen schnell, hier kommt die Folie nochmal. Was wichtig ist, sind zwei Daten. Einmal der 10. beziehungsweise auch der 11.7., denn da stimmt der Envy-Ausschuss ab. Die anderen fünf haben alle schon abgestimmt, aber am 10.7. beziehungsweise auch am 11.7., wir wissen es nicht genau, es können auch zwei Tage sein, das war nicht so eindeutig zu lesen, da ist eine Abstimmung von Envy, also den Tag oder beide Tage, die gilt es hier sehr genau zu verfolgen, was dabei rauskommt. Deswegen auch nochmal, wer da hinschreiben will, und das sollten wirklich alle machen, die das noch nicht getan haben, es wird jetzt echt Zeit, den Envy-Ausschuss nochmal anzuschreiben. Die anderen lohnen sich eher weniger, weil die ja schon abgestimmt haben. Also wenn, dann die Leute aus dem Envy-Ausschuss, weil am 10.7. deren Abstimmung ist. Und die werden ja wahrscheinlich auch innerparteilich sich ein bisschen absprechen. Und die Meinungsbildung, die wird nicht unbedingt einen Tag vor der Abstimmung beendet sein. Also jetzt ist echt so die heiße Phase, wo es sich lohnt, die Leute anzuschreiben. Ich breche das mal kurz ab, diese Präsentation. Auf der Vapertrails Forum-Seite findet man auch die E-Mail-Adressen der Deutschen, beziehungsweise auch alle anderen, also Mitglieder aus dem Envy-Ausschuss, also auch die anderen Nationalitäten. Ja, da ist eine Textdatei hinterlegt und da kann man sich die E-Mail-Adressen rauspicken, wenn man sie nicht schon irgendwo anders her hat. Ja, ich hoffe, es ist eine trockene Materie. Jetzt müsste ich wieder im Bild sein. Es ist eine trockene Materie, ich weiß, aber ich hoffe, dass wir so ein bisschen Luft
Licht ins Dunkel bringen können, weil die Begriffe und die Ausschüsse und so, das ist nicht alles so einfach zu verstehen. Für mich war es zumindest am Anfang nicht so. Also nochmal, bitte, wer es noch nicht getan hat, schreibt die Envy-Leute an. Die können noch, die reißen was in der Abstimmung, was da entschieden wird. Ja, ich nehme an, zu dem trockenen Thema keine Fragen. Wir wollen ja auch keinen Politikunterricht machen oder keine EU-Nachhilfeunterricht oder so. Können wir auch gar nicht. Aber wir haben versucht, damit einfach mal so ein bisschen Licht da reinzubringen. Gut, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte, was im Chat vor sich ging? Momentan nicht, nein. Es gab bloß vorhin ein gutes Statement von Alan Fletcher. Raucherentwöhnung ist richtig, Nikotinentwöhnung ist es nicht. Es ist eine weitaus weniger gefährliche Alternative. Mhm. Okay. Ja, da hat er natürlich recht. Das Dumme ist nur, dass die meisten der Ideologen das alles in einen Topf werfen. Das ist das Problem bei ideologisch Verblendeten, ja. Da gibt es ja leider zu viele abschreckende Beispiele. Namen brauche ich, glaube ich, keine nennen. Ich kann selber auch von meiner eigenen Erfahrung erzählen, von dem, was ich bislang geschrieben habe und was ich zurückbekommen habe. Und was man, also das ist jetzt meine eigene persönliche Meinung. Die Leute haben echt nicht, die haben einfach nicht die Ahnung, die sie haben müssten, um da kompetent drüber zu entscheiden. Und das finde ich echt irgendwo schade. Dass so eine wichtige Entscheidung so lapidar irgendwie dass es droht, da so lapidar entschieden zu werden. Das finde ich sehr schade. Ja, es geht immerhin um die Gesundheit von mehreren Millionen EU-Bürgern und nicht nur um irgendwelche Banalitäten wie bei Gurken oder sonstigen, ich möchte nicht sagen schwachsinnigen Entscheidungen, aber ja, die Sache ist ja wirklich ernst und betrifft ja auch wirklich, wie viel sind es, 20 Millionen in Deutschland allein, die rauchen? Ja. Also von daher finde ich es umso wichtiger, da hinzuschreiben, dass man seine Meinung, so gut man das kann, da kundtut. Wer da Probleme mit, Probleme nicht, aber wem es nicht so leicht fällt, was zu schreiben oder wer es nicht so gut formulieren kann, da sei bitte auch nochmal auf das Forum verwiesen. Da ist eine gute Anleitung von Ruhrsus drin, Ruhrsus Blog. Den haben wir auch verlinkt, Thomas, ne? Ja. Mhm. Wie hieß das? Jeder kann was machen oder so, ja? Ich habe jetzt nicht die genaue Textpassage im Kopf. Ja, ich auch nicht, aber den Link zum Blog von Ruhrsus ist auf alle Fälle in den beiden Foren. Und man kann auch im ERF zum Beispiel oder auch im Dampfertreff oder wie heißt das andere Forum, sich einfach mal schauen, was andere Leute schon geschrieben haben und sich da einfach dran orientieren. Ja. Zum Beispiel hat ja Norbert Zlatron im Forum sehr viele Texte schon auch veröffentlicht von seinen Schreiben, an dem kam, ja, es bringt natürlich nichts, die eins zu eins zu übernehmen, nee. Die werden dann auch nur aussortiert, wenn es Serienbriefe sind, aber man kann sich zumindest mal grob dran orientieren und ich finde, es ist doch eine Hilfe, wenn man nicht weiß, wie man anfangen soll oder was man sagen will und wie man es sagen kann. Ja. Der Blog von, also der Link von Roses ist in unserer, im Papertrails.de Talk Forum unter der zweiten Ausgabe verlinkt. Und das Thema heißt da die neue Tabakrichtlinie, jeder kann etwas verändern. Das ist ein etwas länglicher Text, aber unten stehen, wie ich finde, eine ganz gute Anleitungen drin, die einen Denkanstöße geben, was man da überhaupt schreiben kann. Ja, 20 nach. Es ist hier fürchterlich mit der Zeit. Ich würde mal sagen, Kinders, 10 Minuten haben wir noch. Einen wichtigen Punkt, vielleicht für den einen oder anderen der wichtigste Punkt überhaupt. Heute haben wir eine Verlosung. Ja? Also wir können echt 2 Karten verlosen für das Dampfergrillen am 29.06. jetzt in Gelsenkirchen. Und wie das bei den Verlosungen so üblich ist, machen wir das so. Ich rufe hier gleich einen Zufallsgenerator auf. Das heißt, wir machen das mit Zahlen. Jeder, der im Chat angemeldet ist, kann gleich, wenn Thomas das Startkommando gibt, eine Ziffer eintragen. Da müssen wir jetzt schon mal wissen, wie viel haben wir da. Wenn ich das richtig sehe, 18, stimmt das? 18 Angemeldete?
Jetzt sind es gerade 16, aber nehmen wir einfach mal 20 als Zahl für den Zufallsgenerator. Gut. Wolltest du einfach mal starten? Das Startkommando geben, wenn die Leute soweit sind? Ja, Start ist schon. Ist schon erfolgt, okay. Ja. Ich habe kein Live-Bild, ich kann es nicht sehen. Ja, die. Der Zufallsgenerator ist jetzt nicht zu sehen. Der ist sofort zu sehen. Wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 20, hast du gesagt? 1 und 20 hatte ich gesagt, ja. Ja. Ich habe kein Live-Bild. Ja, bis jetzt haben wir zwei Zahlen. Zwei Leute, die mitmachen. Also. Zwei Zahlen? Ja. Das, ja, da braucht man ja keinen Zufallsgenerator. Aber wir machen das trotzdem. Also wir können da hier nicht also, das Mittel bringen. Ja, so wie es ausschaut, wird es wohl auch nicht mehr werden. So, das dann war jetzt eigentlich lang genug und ja. Und dann kannst du auch, ja. Hast du schon das Stop-Kommando eingetippt? Nein. Mach mal. Nicht, dass schon es passiert, noch ja. So, und jetzt starten wir mal in Zufallszahl zwischen 1 und 20 und die Zahl heißt 6. Wer liegt da näher ran? Wer liegt der Snooker näher dran? Ja. Ja. Alter Schwede. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Snooki, zu zwei Freikarten vom Doppelgrill. Ja, er freut sich, ne? Yeah. Ja? Yeah. Okay. Mir hat das eigentlich etwas attraktiver vorgestellt, aber wir nehmen es auch ja, mal gerne. Ja, ich hätte auch gedacht, wir hätten etwas mehr, aber so ist es nun mal. Herzlichen Glückwunsch, Snook, und viel Spaß am Wochenende beim Dampfergrillen. Haben wir eigentlich vorher auch gesagt, dass das mit einer nachträglichen Berichterstattung hier verbunden ist, wenn man die Freikarten gewonnen hat? Hm. Oh, das hatte ich, glaube ich, geschrieben, ja. Das ist natürlich Voraussetzung, ein halbstündiges Video zu drehen, damit wir auch wissen, was dort passiert. Aber, okay. Ja. Na gut. Das die Sache hat einen Haken. Das wusstest du ja bestimmt auch vorher. Ja, sicher. Er kennt uns doch. Ja. Okay, ich würde vorschlagen, wir nutzen den Rest der Zeit noch ganz kurz und spielen das zweite Video ab von Velvet Cloud.com, wo es da um das Thema Triazetin geht. Ja? Triazetin, auch wieder so ein Zungenbrecher. Und ich darf die Regie bitten, das Video Nummer 2 abzuspielen. Video 2, danke. Ja, herzlich willkommen zum Dampflexikon. Heute geht es um den Begriff Triazetin. Triazetin ist in Aromen enthalten zum Dampfen und es ist im Endeffekt ein Geschmacksträgerstoff. Er ist unter dem Lebensmittelzusatzkürzel E1518 zu finden und hat leider Gottes die Angewohnheit, also er ist in Europa auch nur für Aromen und für Kaugummi als Weichmacher
genehmigt und hat leider Gottes die Angewohnheit, Makrolon-Tanks eventuell zu schädigen. Das bedeutet, ein Aroma mit einem sehr hohen Triacetin-Anteil beginnt die Tanks entweder leicht weißlich zu machen oder sie sogar zu zerstören. Triacetin wird grundsätzlich bei den Aromaherstellern angegeben, das ist auch Pflicht. Und einige Aromen bekommen im Endeffekt erst durch das Triacetin ihren besonderen Geschmack. Ob man Triacetin verwenden möchte oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Wenn ihr da Bedenken habt, und es gibt eigentlich keine gesundheitlichen Bedenken, denn die sind nicht bekannt, sonst wäre es auch im Kaugummi und in Aromen nicht erlaubt. Aber wer das Triacetin meiden möchte, der kann beim Aromakauf einfach darauf achten, welchen Zusatzstoff das Aroma besitzt, und wenn Triacetin auftaucht, macht man da einfach einen Bogen drum und sucht sich entweder von einem anderen Hersteller das Aroma oder wechselt auf einen ganz anderen Geschmack über. Das ist jedem selbst überlassen. Solltet ihr allerdings Aromen mit Triacetin dampfen, dann solltet ihr lieber das in solchen Tanks machen, nämlich die, die aus Komplettstahl sind und nicht welche, die einen Makrolon-Tank besitzen. Jo, und da sind wir wieder. Also die Sachen wusste ich so auch nicht, die bislang die Dirk da erzählt hat. Wie gesagt, schönen Dank nochmal dafür. Ja, nach der hinreißenden Show mit der Verlosung kommen wir jetzt auch schon so langsam zu Ende. Eine wichtige Sache möchten wir euch bitte allen nochmal ans Herz legen, oder eine Sache, eine interne Bitte, würde ich mal sagen. Wie sagt man, eine Sache in eigener Lieder irgendwie so. Wir bemühen uns immer sehr, so wie in der zweiten Episode, das ja auch der Fall war, attraktive Gäste, so will ich das mal ausdrücken, mit in die Sendung einzuladen. Das ist aber immer nicht so einfach. Und da bitten wir einfach um Unterstützung. Also wenn jemand von euch selber etwas Wichtiges hier beizutragen hat, beziehungsweise ein kompetentes Gesprächsthema hier mit reinbringen kann oder jemanden kennt, der das gerne machen möchte, ja, der ist herzlich eingeladen, hier an der Sendung als Gesprächspartner dann teilzunehmen. Wenn es um das Thema irgendwo geht, EU-Regulierung in der Richtung da sowas, der kann uns gerne bitte anschreiben über das DE-Talk-Forum oder sonst auch über ERF, wie auch immer. Dass wir da vorher da einfach mal drüber sprechen und uns das vielleicht nicht immer so schwer fällt. Wir haben erst die dritte Episode hier, einen kompetenten Gesprächspartner zu finden. Ja? Da bitte so der Aufruf in eigener Sache, dass wir da ein bisschen Unterstützung brauchen oder für Unterstützung dankbar sind. Okay. Gut, wir haben es jetzt genau Punkt halb. Wir müssen jetzt zu Ende kommen. Ich sage erstmal schönen Dank an alle Live-Gäste für die Teilnahme heute und schönen Dank auch an die Leute, die sich das später angucken. Bevor ich endgültig Schluss sage, gebe ich schnell noch das Wort weiter für eine Verabschiedung von meinen beiden Kollegen. Thomas? Oder Norbert? Könnt ihr auch schnell Tschüss sagen? Ja, sorry, ich hatte mein Mikrofon gemutet. Ja, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und viel Spaß nochmal an Snook fürs Wochenende, fürs Dampfergrillen. Ja. Und auch von mir eine schöne Woche noch und bitte denkt dran, schreibt den Envy an, lasst die Abgeordneten wissen, dass es euch gibt und dass es euch wirklich, wirklich interessiert, was sie tun und dass ihr es verfolgen werdet, dass es wichtig ist. Ja.
Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend und tschüss.